Seit dem 1. Januar haben sich die Rundfunkgebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender geändert. Ab sofort muss jeder Haushalt eine Pauschale bezahlen, egal wie viele oder wie wenige Geräte in dem Haushalt vorhanden sind. Was halten die Hannoveraner von dieser neuen Regelung? Ich gehe nachfragen. Die finde ich sehr schlimm. Warum? Weil man bezahlt für einen Fernseher, für ein Fernsehprogramm, der von Anfang an fest bestimmt ist, der mir persönlich nicht gefällt, und die öffentlichen Kanäle, die haben bestimmte Meinungen, die sehr konsequent durchziehen und die mit meinen nicht zusammenstimmt. Finde ich okay, finde ich eine gute Sache, so werden wenigstens alle zur Kasse gebeten. Totale Abzocke eigentlich. Ich meine, ich soll auch 500 Euro GEZ nachzahlen. Das können die mal fett knicken. Ja, ich finde das in Ordnung. Ich finde, das ist gerechter, als es vorher war. Schlimmer als vorher. Warum? Weil es soll zwar gerechter sein, aber ist es nicht. Also es ist einfach noch mehr Abzocke. Ich finde das in Ordnung. Das einzige Problem wird wahrscheinlich das Gewerbe sein. Rossmann hat ja schon eine Klage eingereicht. Ja, das finde ich nicht so gut, weil bei mir mein Fernseher auch mal kaputt war und da muss ich trotzdem zahlen, obwohl ich vorher gar nicht angemeldet war. Nicht viel. Warum denn nicht? Weil das Fernsehprogramm im Großen und Ganzen nur noch aus Wiederholungen besteht. Furchtbar. Katastrophal. Warum? Also ist nicht gerecht. Ist wirklich nicht gerecht. Manche haben eben keinen Fernseher, auch ärmere Leute haben keinen Fernseher, die eine Wohnung haben, und dann müssen die trotzdem Fernsehgebühren bezahlen. Wie ich das jetzt mitbekommen habe, sollen ja auch Smartphones, Radios am Arbeitsplatz oder überhaupt Radios, Autoradios und so, und das kostet ja alles extra. Und so ist es jetzt einheitlich, ein Preis, und den kann man zahlen im Quartal, und das ist in Ordnung, das zahle ich. Und ja. Nee, ich bin eigentlich gar nicht damit zufrieden. Ich war noch nie damit zufrieden, was GEZ gemacht hat. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, ich schaue mir diese ganzen, diese ARD und ZDF gar nicht an, ne? So, und ich weiß nicht, wieso ich dafür zahlen soll. Das ist Abzocke, ne? Warum? Ja, weiß nicht, weil nur Schrott im Fernsehen gibt und sollen dafür zahlen halt, ne? Ich bin nicht damit einverstanden, dass man die Leute mit diesem ganzen Krams belästigt. Also ich finde, man sollte mal ins Ausland gucken, wie die Ausländer wie das im Ausland gehandhabt wird. Und ich finde, man sollte das ganze Ding abschaffen. Die neuen GEZ-Regelungen sind hier in Hannover nicht wirklich beliebt. Die Menschen fühlen sich ungerecht behandelt. Sie verstehen nicht, warum sie für ein Programm bezahlen sollen, das sie meistens noch nicht mal schauen.